Willkommen back, liebe Friends, zu einer weiteren Folge Gewinner und Verlierer des letzten Spieltages. Auch wenn Montage ziemlich anstrengend sind, bleibt dieses Video kurz, damit ihr euch weiter ausruhen könnt vom Montag. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge. Und wie an jedem Spieltag schauen wir, welche drei Personen pro und auch Contra, also drei Gewinner und drei Verlierer des letzten Spieltags, wer hat gut performt und wer nicht. Und daher verlieren wir keine Zeit, fangen wir mit unserem ersten Gewinner an und das ist Mainz 05 Torhüter Zentner. Auch wenn man sagen muss, es waren schon einige Spieler mehr, die mir in diesem Spiel gefallen haben, aber ein Unentschieden bei Borussia Dortmund zu holen ist gar nicht so schlecht. Außerdem hatte er 6 ganze Paraden, das waren 3-mal mehr wie Birki. Und an dem Abend, ja, ohne ihn hätte es sicherlich anders ausgeschaut und Borussia Dortmund hätte doch noch Punkte mitgenommen. Daher für mich Zentner hier Gewinner Nummer 3. Auf der Verliererseite Nummer 3 ist nicht nur eine Person, sondern das ganze Angriffspaket von TSG Hoffenheim. Die haben zu Hause gegen einen Aufsteiger, muss man auch nochmal dazu erwähnen, 0:0 gespielt und dieses Trio Kramaric, Bebu als auch Dabur funktioniert noch gar nicht. Also die Schüsse, die sie abgegeben haben, zu harmlos und keine Ideen im Offensivkonzept. Und da muss ich leider diese Verlierer Nummer 3 Platzierung denen geben, weil TSG Hoffenheim kann sicherlich mehr als auch nur ein 0:0 gegen Bielefeld und das zu Hause. Deswegen, der dritte Platz geht hier an unserem Trio von TSG Hoffenheim. Ja, wir freuen uns für diesen jungen Burschen. Zuerst, vor kurzem noch zu Werder Bremen gekommen. Agu verschafft sich mit einem Assist und einem Tor auf Platz Nummer 2 der Gewinner. Was muss man sagen? Also ja, 42 angekommene Pässe, 7 erfolgreiche Tacklings, das ist Bestwert, und 57 Ballberührungen. Und er musste noch vorm Spiel Corona-Test ablegen. Kofeld hatte ihm eigentlich gar keinen Stammplatz noch versprochen, wollte abwarten. Und dann war er zum Glück negativ und konnte spielen und hat wichtige Punkte für Werder Bremen geholt. Daher für mich hier Agu auf Platz Nummer 2 der Gewinner. Platz Nummer 2 der Verlierer geht leider wieder an eine Person, kommt jetzt wieder in den Ranking rein, und zwar ist es Marco Reus. Ja, das Unentschieden gegen Mainz 05 ist ein bisschen schwach, auch wenn Mainz in letzter Zeit wirklich eine Mannschaft war, der Angstgegner für Borussia Dortmund war, hatte der Leader der Mannschaft, der Kapitän der Mannschaft eben das Ganze in seiner Hand mit dem Elfmeter, mit dem verschossenen Elfmeter hätte er hier einfach einen Sieg rausholen können und dann wären die Berichterstattungen gar nicht so negativ. Aber ist Marco Reus noch der richtige Leader? Das ist hier eben die Frage. Und wir merken wieder, hey, Elfmeterschießen ist doch nicht so einfach. Und vielleicht ist er es eben nicht, und sondern ein anderer. Bis dahin weiß ich, ob er das selbst merkt oder ob das jemand anderes merken muss. Aber für mich Platz Nummer 2 der Verlierer hier, Marco Reus. Der Gewinner Nummer 1 des Spieltages ist natürlich Luka Jovic. Wer denn sonst, wer 2 Tage in seinem Comeback schießt, wie seine Gesamtzeit bei Real Madrid, der hat es natürlich auch verdient, hier auf Platz 1 zu stehen. Aber es zeigt auch mal wieder, was für einen Druck du bei Real Madrid hast. Du hast 1-2 Chancen pro Spiel, wenn überhaupt. Und du wirst von Spiel zu Spiel gemessen und nicht an einer kompletten Monat oder sowas. Und dass eben bei so einem großen Verein man es nicht einfach hat, hat das Projekt Real Madrid Luka Jovic eben gezeigt. Die 60 Millionen waren sicherlich hart. Real Madrid zahlt jetzt auch größtenteils seines Gehalts, wenn er bei Eintracht Frankfurt spielt. Aber trotzdem freuen wir uns persönlich für den Jungen, dass er wieder hier ein Erfolgserlebnis hat und eventuell wieder zu seinen glorreichen Zeiten der Büffelherde wieder anknüpfen kann. Und der größte Verlierer an diesem Spieltag, dreimal dürft ihr raten, ist natürlich der fucking Videoassistent. Was zum Teufel, das checkt doch keiner, Leute. Wirklich, bei aller Liebe, Bayern München gab es ein Spiel gegen SC Freiburg, ein paar Handspiele, wird kein Elfmeter geschossen. Ich frage einen Schiedsrichterkollegen, war das Elfmeter? Er sagt ja, keine Ahnung, warum die nicht eingegriffen haben. Dann diese kritische Entscheidung bei VfB Stuttgart, wird eingegriffen, warum auch immer. Und dann gibt es Elfmeter. Hier geht es weniger um Elfmeter oder nicht. Hier geht es mehr, wann greifen die ein und wann nicht. Ist es denn überhaupt übersichtlich? Ist es verständlich, was sie da machen? Nein, nochmal, ich checke es nicht. Ich weiß nicht, wann jetzt der Videoassistent eingreifen darf und wann nicht. Was ich jetzt mitbekommen habe von meinem Schiedsrichterkollegen, dass sie jetzt Empfehlungen geben dürfen. Also der Videoassistent kann nochmal dem Schiedsrichter sagen, hey, du kannst es dir nochmal anschauen. Also ist es aber trotzdem ein Eingreifen. Irgendwie verstehe ich das ganze System nicht. Und bei aller Liebe, wenn ich etwas nicht verstehe, ja, und wir
einfach zu diesen schönen früheren Zeiten zurückkehren können, dann schafft es doch einfach weg. Von mir aus lass nur den Videoassistenten Abseitsregelungen festlegen, ob der jetzt im Abseits stand oder nicht, und den Rest lass es einfach hier pure Zufall sein, aber dann haben wir wenigstens diesen schönen Fußball noch, diesen emotionalen Fußball, nicht wie jetzt wieder falsche Entscheidungen, und der geht nochmal an den Bildschirm und schaut sich an und checkt es immer noch nicht. Und von daher, wenn die Schiedsrichter es nicht checken, warum sollen wir es checken und warum soll es überhaupt dann in der Bundesliga sein? Also das ist etwas, was ich nicht verstehen werde. Und daher für mich der ewige Nummer 1 Verlierer in der ganzen Bundesliga, der Videoassistent. So, das waren meine 3 Gewinner und meine 3 Verlierer. Gerne eure 3 Gewinner und Verlierer in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Ahmed. Ciao, ciao.